So, jetzt aber guten Morgen. Da unten läuft jemand rein. Ich habe den Kindern nämlich auch gerade gegeben. Die blaue Tonne wurde geholt und Simone hat das ganze Zeug, was da reinkommt. Hier stand was, da stand was, wo Fisch und das ist alles in der blauen Tonne. Also ich mache jetzt Kaffee. Ich habe auch heute schon, es ist jetzt 10:30, ich habe schon oben irgendwie so ein Bett neu bezogen. Was habe ich noch gemacht? Ein bisschen aufgeräumt im Wohnzimmer. Ein Video geschnitten. Gestern kam nämlich Lukas seine. Ups, er sieht mich gar nicht. Gestern kam nämlich Lukas seine Süßigkeitenbox endlich an. Die hat er dann mit Papa zusammen ausgepackt. Und Leonie, ich kann euch ja das Video verlinken. Diesmal war nicht so viel drin. Hat sich irgendwie nicht so gelohnt. Ja. Wir hoffen mal, dass die nächste Box ein bisschen voller sein wird. Aber für 30 Euro fand ich das jetzt nicht so. Ja, Süßigkeiten aus aller Welt. Für 30 Euro im Monat haben wir so ein Abo abgeschlossen. Die erste Box kriegt man für 50 Cent. Und die war voller wie die jetzt. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hat Lukas mega Freude. Und rennt jedes Mal die Treppe runter, bricht sich die Knochen, weil er denkt, die Box kommt an. Auf jeden Fall ist er glücklich mit der Box. Also heute bleibe ich mal zu Hause, denn ich wollte meinen Schrank aufräumen, ausmisten. Denn der Roy hat ja gestern diesen rosa Schrank ausgeräumt, da ist jetzt Platz. Da wollte ich Leonies Sachen reinmachen und sortieren. Dann, ja, Babysachen kann ich noch nicht waschen, denn ich brauche Sacrotan und Babywaschmittel vom DM. Dann werde ich dann morgen zum DM fahren. Ich brauche nämlich auch Duftkerzen, Feuchttücher zum Putzen. Ein paar Sachen wieder. Ich habe auch 10-fach Punkte. Deswegen werden wir da einen Großeinkauf machen für die 10-fach Punkte bei Payback. Bist du alleine? Nee. Guckt mich an. Ja, genau. Also heute wird hier aufgeräumt. Genau, das Büro wollte ich hinten. Das Regal aufräumen. Wir haben ja gestern so eine Box noch gekauft. Dann mache ich die ganzen Kleinigkeiten. Weil das Roy legt einfach alles hin und geht. So typisch. Es regnet übrigens bei uns die ganze Zeit. Die gute Luft. Deswegen mache ich auch mit Fenster hier oben. Hier hoch, meine ich. So, trinken wir erstmal einen Kaffee. Dann geht's weiter. Jetzt ist hier wieder Platz. Das ist alles leer. Die Bettwäsche wasche ich dann morgen. Leonies Wäsche und das Schildkissen habe ich jetzt hier dazu gemacht. Denn ich habe mir gedacht, das kann ich ja so als Rand fürs Baby dann nehmen. Im Bettchen. Ja, mal gucken. Hier ist noch die neue Leggings. Die wasche ich jetzt auch mit. Obwohl, mein Anzug kann ich mehr. Ich muss mal gucken, ob alles reinpasst. Erstmal das hier. Ich habe gerade hier so ein bisschen rumgeguckt, was ich hier noch so habe. Schaut mal, was ich entdeckt habe. Tada! Das haben mir ganz viele geschrieben. Diesen Reiniger. Zwar von Beckmann, aber ich glaube mal, das ist so was Ähnliches. Ich probiere es einfach mal. Weil ihr wisst ja, ich kriege diesen Fleck hier nicht weg. Ja, ich versuche das mal später. So, das Video ist fertig. Ich bringe Papa seinen Kaffee. So, genau. Echt? Darf ich? Im Arbeitszimmer. Wir haben ja hier die Boxkissen gekauft. Das haben wir einfach hingestellt nach hinten hier und stand dann hier. Das können wir zu den Werkzeugen. Oder obwohl, wir können ja hier sortieren. Jetzt hier ein paar Sachen rein. Weil hier ist einfach alles im Regal. Ja. Ja. Digga. Was ist? Hier, das aus dem Bad. Da weiß ich nicht, wo ich das hinmache. Ich überhaupt benutze, vielleicht gebe ich das meiner Schwester. Ich frage mal, ob sie das braucht für die Kinder, für so Spielsachen, Malsachen, Bastelsachen. Frage ich sie mal. Hier so kleine Sachen. Machen wir jetzt hier rein. Ah, hier sind sogar große Abteilungen. Perfekt. Ja. Ja, das
Das wird doch so nichts. Die Lampe kommt ja runter, wenn das Wohnzimmer endlich mal fertig ist. Ja, der Roy hat hier dekoriert. Bitte? Mit Selina zusammen. Die fanden das cool. Was denn? Stylisch, so Gaming. Ja, so geil. Gaming Flair. Was? Tetris soll das sein? Ach so. Da gibt es ganz viele verschiedene von. Okay. Also Muster. So, wir sind immer noch nicht fertig, wollte ich aber was zeigen. Bleibt übrigens heute mal ungeschminkt. Ich hoffe, es stört nicht. Hier, es hat gehalten und jetzt haben wir unsere Sachen rein und es hält richtig gut. Ja, cool. So, jetzt ist es fertig. Jetzt habe ich mir einen Lappen feucht gemacht, habe hier schon den Spiegel sauber gemacht. Hält zwar nicht lange, mich aussehen, ne? Ich habe einen kleinen. Und jetzt habe ich hier ausgewischt. Hier unten hatte ich ja Handtücher. Jetzt müssen wir gucken, wie ich das hier mache. Ich wollte ja die Klamotten, die Leonie noch zu groß sind, die da reinmachen. Dann hätte ich hier ein bisschen mehr Platz. Genau. Und dann in meinem Schrank noch die ganze Bettwäsche ordentlich zusammenlegen. Und dann gucke ich, wo ich die hinmache. Hier steht nämlich auch alles voll. Jo. Hier ist Chaos. Chaos, ich bin so froh, wenn die Couch endlich weg ist. Dann haben wir so viel Platz. Ihr wisst ja, die Wand kommt hier rein. Hinten ist dann Lukas sein Zimmer. Vorne das Kinderzimmer. Ja, kann man sich noch gar nicht so richtig vorstellen, ne? So, da habe ich es ausgewischt. Jetzt gehe ich mal kurz in meinen Schrank. Meine Schminkkommode habe ich schon eingeräumt. Ich habe mir auch Augenbrauen gemalt, weil nach dem Stechen dann die irgendwie nach einer Zeit so rot. Das sieht irgendwie komisch aus. So, Selina und Papa sind jetzt weggefahren. Die Aufgabe mit meinem Auto, das Zeug wegfahren und Auto putzen und so weiter ins Internet setzen. Das haben wir gestern nicht mehr geschafft. Das machen die jetzt gerade. Jetzt, die packen schon das Auto gerade voll. Ja, hier habe ich meinen Schminktisch hingestellt. Ich muss noch den Schmuck hier sortieren, der war nämlich unten. Bett ist nicht gemacht. Ich habe nämlich die Tagesdecke jetzt in die Wäsche gemacht. Die werde ich waschen. Ich brauche sowieso noch eine, denn die war ja zu klein. Wenn wir dann irgendwann bei IKEA sind, hole ich dann noch eine. Gleich in derselben Farbe oder in einer anderen Farbe. Mal schauen, damit das komplette Bett immer abgedeckt ist. Genau. So, jetzt mache ich hier weiter in meinem Schrank. Essen! Roy hat Essen mitgebracht. Ich bin auch fertig geworden mit dem Schrank. Alles sortiert, ausgemistet. Muss ich alles in der Tüte. Kommt alles weg. Mmh, lecker! Chinesen, lecker, lach mal, Jun. Was ist das? Und 10 hat Döner Bock. So, ich versuche gerade mit diesem Zeug hier die Flecken wegzumachen. Weißt du, von was das kommt, Lena? Keine Ahnung. Aber irgendwie geht es nicht. Immer noch da. Da ist immer noch weiß. Hm. Ja, super. Man kann das einwirken lassen. Da steht einfach Schuppen. Na, ich schrub mal weiter. Also, den Fleck habe ich jetzt nicht wegbekommen. Auch den Rand nicht ganz. Gesundheit. Sonst alles sauber, aber das geht nicht. Schade. Sena hängt die Wäsche auf. Und Leonie macht Chaos. Das ist alles aus meinem Auto. Ich muss mal sortieren, was alles drin ist. Hm. Jetzt kommt in den Müll. Und das war auch noch in meinem Auto. Fertig. Ja. Also kommst du auch auf? Hey. Ja. So, alles ausgemistet, alles wieder schön einsortiert überall. Jetzt habe ich hier da unten bei mir im Schrank noch was gefunden. Und zwar einen ganzen Sack Schwangerschaftsklamotten. Das sind auch die Jeanshosen. Ich habe euch ja erzählt, ich mag keine Jeanshosen. Ich gucke jetzt mal hier durch. Und das, was ich nicht mehr anziehe. Ah, hier ist sogar noch ein Stilloberteil. Perfekt. Mache ich alles in die Wäsche. Hier
hier sind die Jeanshosen. Obwohl, die sind ja nicht so. Vielleicht sollte ich doch mal eine anprobieren. Schatz! Das ist ein Sau. Lustig. Ah, hier ist noch ein Kleid. Das hätte ich total vergessen, die Klamotten hier. Noch ein Kleid. Das ist unmöglich. Oh. Nur die Barbies gefunden. Noch ein Oberteil. Und so eine Latzhose, die hatte ich Leonie. Ja bei Leonie in der Schwangerschaft. Sind gerade Sachen vor. Die Schwangerschaftsklamotten habe ich gefunden. Ja, und jetzt? Oh, schon ein bisschen waschen. Spät jetzt. Das haben wir auch noch im Schrank gefunden, die zwei Bilder. Ja, süß, oder? Waren sie im Kindergarten. Klein. Los ist überhaupt. Höpfen. Ich bin so müde heute. Ich weiß nicht warum. Obwohl ich eigentlich gut geschlafen habe heute. Irgendwie voll kaputt. Aber vielleicht ist es das Wetter. Ich habe oben noch Batterien gefunden. Die haben wir ja hier auch. Kurz so viel Wäsche. Leonies Wäsche. So viel Kram, ne? Ja, Batterien. So hin. Genau. Jess muss ich noch mit hoch. Die Mütze kommt weg. Dieser Brief, den gebe ich mal dem Roy. Lege ich ihn auf den Schreibtisch. Muss mal reingucken. So. Mütze. Und zu den Mützen. Das muss ich dann wieder ins Auto. So. Genau, damit ich sie nicht wieder suchen muss. Stimmt, das kommt auch noch ins Auto. Dann kann ich doch die Sachen gleich hier reinmachen. Und so ins Auto tragen. Dann lege ich mir das so ins Auto. Kinder haben nicht aufgegessen, das wollten sie sich später warm machen. Ihre Dönerbox und Nachmanschuhn. Und ich gucke, was wir essen. Ich habe voll Lust auf Spaghetti. Einfach nur Spaghetti. Ja. Ah, Würstle haben wir noch. Kann ich ja mit reinschneiden. Ja, das ist doch eine gute Idee. So, also das mit meinem Auto ist erledigt. Was wir eigentlich gestern erledigen wollten, ist jetzt alles auf der Liste, auf der To-Do-Liste von gestern, alles erledigt. Und ich lüfte gerade die Schränke um. Ich habe alle aufgerissen, alle Schubladen, alle Schränke und lüfte einmal durch und bin auch fertig geworden. Ich habe alles sortiert, aussortiert, vieles auch wieder weggeschmissen, was man nicht braucht. Man hebt irgendwie jede Kleinigkeit auf und es sammelt sich und man hat keinen Platz in den Schränken. Deswegen haben wir heute radikal alles raus. Ich glaube, 3 oder 4 große Säcke mit Klamotten schon wieder. Ja. Ihr Lieben, ich würde dann jetzt voll gerne duschen gehen. Das mache ich jetzt auch. Und danach werde ich jetzt in Ruhe das Video schneiden. Davor oder danach das Essen machen. Genau. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 11 Uhr im Vlog wieder. Tschüss.